Es gibt noch keinen Vertrag. Es gibt auch gar keine Summe. Ich habe mal gefragt, so ungefähr so eine Bandbreite, so zwischen ein paar hunderttausend, 1 Million, 10 Millionen, 100 Millionen, irgendwas. Da hieß es dann nur, naja, so ein paar hunderttausend sind es nicht, ein paar hundert Millionen werden es auch nicht sein. Aber genauer können sie es leider nicht eingrenzen. Auch nicht auf 10 oder 50 oder 3 Millionen, wissen sie nicht. Herzlich willkommen beim Ausschussreport von dieser Woche. Der Ausschuss ist jetzt schon 2 Tage her, aber in Corona-Zeiten sind viele Dinge anders. Nicht nur der Hintergrund, der so gar nicht nach Bundestag aussieht, aber den erkennt ihr vielleicht wieder, denn von hier habe ich auch schon diverse Interviews gegeben für das Fernsehen. In der Tagesschau konnte man diese Stelle auch schon bewundern. Ihr kriegt jetzt nochmal eine Sonderview hier. Ihr könnt mal sehen, wie das Bild da hinten richtig aussieht. Das können die Fernsehzuschauer nicht. Genauso von dieser Stelle und mit Videokonferenz haben wir auch den Digitalausschuss am Mittwoch durchgeführt. Da ging es ausschließlich um die Corona-App. Es war gar keine Sitzungswoche, also eigentlich auch gar nicht Zeit für den Ausschuss. Aber weil es wichtige Dinge zu klären gab und wir die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, befragen wollten und sie in der Woche davor nicht konnte, haben wir uns außerordentlich getroffen. Diesmal ging sogar das Videokonferenzsystem sofort. Das war erfreulich. Ansonsten war es wirklich wieder ein Meeting der besonderen Art. Es gab viele überraschende Erkenntnisse. Ihr habt ja bestimmt mitbekommen, dass man am letzten Sonntag umgeschwenkt ist von dem bisherigen zentralistischen Datenspeicheransatz einer Corona-App, die von sehr, sehr vielen Menschen, auch von mir, hart kritisiert worden ist. Und dass man jetzt plötzlich doch einen dezentralen, datenschutzfreundlicheren Ansatz verfolgen will. Da haben sich jetzt ganz viele neue Erkenntnisse ergeben. Zum Beispiel, es soll vergeben werden an SAP und T-Systems. Das stand schon in der Presse, allerdings stand da, es sei schon vergeben worden, ist es aber noch gar nicht. Es gibt noch keinen Vertrag, es gibt auch gar keine Summe. Ich habe mal gefragt, so ungefähr so eine Bandbreite, so zwischen ein paar hunderttausend, 1 Million, 10 Millionen, 100 Millionen, irgendwas. Da hieß es dann nur, naja, so ein paar hunderttausend sind es nicht, ein paar hundert Millionen werden es auch nicht sein. Aber genauer können sie es leider nicht eingrenzen. Auch nicht auf 10 oder 50 oder 3 Millionen, wissen sie nicht. Das ist natürlich eine ganz tolle Verhandlungsposition für zwei Unternehmen, die ohne Vergabeverfahren, quasi in Direktvergabe wegen Dringlichkeit, so einen Auftrag bekommen. Die können sich jetzt einfach alles ausdenken. Und als ich gefragt habe, nach welchen Kriterien hat man die denn ausgewählt, da gab es dann so Antworten wie 2 große Player, die können mit Apple und Google so auf Augenhöhe verhandeln, total wichtig. Sie haben viel Infrastrukturkompetenz und dann total überraschend kam, außerdem bei so einer App braucht man ja auch unbedingt eine 24/7-Hotline, haben wir bis jetzt noch nie von gehört, war noch nie im Gespräch, aber die Telekom, Klammer auf, die kriegt das gar nicht, sondern T-Systems und die machen gar keine Hotlines, Klammer zu, die Telekom, die könnte das ja ganz toll. Das war also der Grund. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht T-Systems gefragt hat, was denkt ihr denn, was da so rein müsste? Und T-Systems hat vielleicht gedacht, womit kann ich denn viel Geld verdienen? Und die Deutsche Telekom ist natürlich die Mutter von T-Systems. Da kommt dann also auch ein Euro rum und schon ist diese 24/7-Hotline geboren, die übrigens richtig, richtig teuer ist. Was denkt ihr denn? Könnt ihr euch vorstellen, dass so eine Hotline Sinn macht? Also, dass man ein Gesundheitsamt vielleicht irgendwo erreichen muss, das kann ich noch verstehen, aber das muss ja nicht mit so einer App zu tun haben. Ich habe ganz viele Apps auf meinem Handy. Für keine einzige gibt es eine Rund-um-die-Uhr-Hotline. Mir würde auch nicht einfallen, wenn, sagen wir mal, das Regenradar nachts um 3 nicht funktioniert, dann eine Hotline anzurufen. Aber vielleicht ist das ja nur bei mir so. Sagt doch mal, würdet ihr sowas gut finden und braucht man das, ja oder nein? Was es auch nicht gibt, ist ein Zeitplan. Also kein Vertrag, keine Geldvorstellung, keine Deadline. Ich kann verstehen, dass man sich da jetzt nicht so festnageln will, weil jede Deadline, die man verpasst, ist ja schlechte Presse. Aber dass man nicht mal so ganz, ganz, ganz grob einen Zeithorizont angeben kann, so nicht mal 1 Monat oder 6, das finde ich schon schwierig. Das zeigt zumindest, dass Projektplanung und Projektmanagement nicht die Stärke dieser Bundesregierung sind. Es gab aber auch gute Nachrichten. Es wurde natürlich auch gefragt, wird denn diese neue App, die da jetzt entwickelt werden soll, wird die Open Source sein? Die Antwort war ja, das ist schon mal gut, weil bis jetzt war immer nur von Closed Source die Rede. Ich habe dann aber mal gefragt, was heißt denn Open Source eigentlich? Kriegen dann diejenigen, die sich dafür interessieren, Einblick in den Code erst, wenn die App fertig ist und man sie runterladen kann? Also wenn es zu spät ist, dann noch irgendwas zu korrigieren? Oder wird es richtige, echte Open Source, wo man von Anfang an auch den Entwicklungsprozess verfolgen, rechtzeitig Feedback geben kann und möglicherweise das eine oder andere Problem beseitigen, bevor die App fertig ist?
Und da gab es eine richtig überraschende gute Neuigkeit. Man hat nämlich sich genau dazu explizit committed. Man hat gesagt, es soll einen ganz strikten Open-Source-Prozess geben. Und das heißt, auch im Entwicklungsprozess soll alles offen sein. Damit könnten sich dann theoretisch auch andere beteiligen. Es wurde auch gesagt, dass man sich anguckt, also SAP und T-System sollen sich das angucken, was in diesem Bereich schon existiert. Gerade in der dezentralen Open-Source-Variante, da gibt es ja schon teilweise ganz fertige Apps, die in anderen Ländern wie Österreich im Einsatz sind. Es gibt auch andere, die noch nicht im Einsatz, aber trotzdem schon entwickelt sind. Man muss das Rad nicht komplett von neu erfinden. Und wenn man da verwendbare Dinge entdeckt, dann kann man natürlich auch so einen Zeitplan extrem straffen. Das würde ich mir wünschen, dass man das auch wirklich so macht, dass es nicht bloß leere Versprechungen waren. Da hängt ziemlich viel davon ab, auch was den Aufbau von Vertrauen angeht. Und da ist ja viel Porzellan zerschlagen worden. Ich hatte übrigens direkt vor dem Digitalausschuss eine Fernsehdebatte für das französische Fernsehen. Das war deshalb besonders interessant, weil Frankreich ja nach wie vor auf eine zentrale Lösung setzt. Das Parlament dazu aber noch eine finale Entscheidung treffen will, und zwar erst in der nächsten Woche. Das heißt, da ist auch eigentlich noch alles offen. Und ich habe in der Debatte natürlich das eines der Hauptargumente, das wir hier in Deutschland auch hatten, angebracht, nämlich, dass es von Apple ja überhaupt noch gar keine Zusage gibt, eine solche zentrale App mit einer eigenen Schnittstelle zu unterstützen. Ohne die geht das gar nicht. Das heißt, die können 100-mal einen zentralen Speicheransatz verfolgen, wenn Apple sagt, nö, da spiele ich nicht mit, da mache ich keine Schnittstelle für, ja, dann geht das gar nicht. Ziemlich blöde Idee, wochenlang Zeit zu verlieren und auf ein eigentlich totes Pferd zu setzen. Ich habe in der ganzen IT-Branche nicht einen Mensch getroffen, der sich vorstellen konnte, dass Apple sowas macht. Bei uns in der Presse hieß es aber die letzten Tage und teilweise auch schon Wochen, dass auf höchster Ebene da total wichtige Gespräche mit Apple geführt werden, dass man den Druck erhöhen will, dass Apple da mitspielt und man darf sich ja nicht von den Konzernen erpressen lassen. Also habe ich im Ausschuss mal gefragt, wer hat denn jetzt im Kanzleramt oder woanders in der Bundesregierung mit Apple geredet? Und dann gucken die komisch. Und dann kam als Antwort, keiner. Ich wie keiner. War doch die ganze Zeit die Rede davon, dass da wichtige Gespräche und Druck erhöht und überhaupt. Ja, nee, keiner. Dann fragte der Mensch aus dem Bundeskanzleramt nochmal den Mensch aus dem Bundesgesundheitsministerium, hat bei euch da irgendjemand? Nö, bei uns auch nicht. Das hat uns so verwirrt, dass der Vorsitzende des Digitalausschusses, Manuel Höferlin von der FDP, die Vertreter der Bundesregierung beauftragt hat, das nochmal genauer zu recherchieren und möglichst zeitnah schriftlich Bescheid zu geben, ob wirklich niemand aus der Leitungsebene der Bundesregierung mit Apple geredet hat. Der Brief kam am nächsten Tag. Da stand dann drin, nein, es hätte tatsächlich weder aus dem Kanzleramt noch aus dem BMG noch aus dem BMI jemand aus der Leitungsebene mit Apple geredet, nach bestem Wissen und Gewissen. Allerdings stand eine Einschränkung dabei seit 22.04. Meine Frage im Ausschuss war gar nicht seit 22.04., sondern überhaupt. Aber im Ausschuss selber hatte man ja auch das negiert. Ich hatte gefragt, ja, wer hat denn dann mit Apple gesprochen? Die Antwort darauf war, welche aus dem Projektteam von Fraunhofer. Also auch wenn ich nicht glaube, dass, auch wenn Helge Braun jetzt mit Apple gesprochen hätte, das so richtig viel verändert hätte, ich finde es schon komisch, dass man sich hinstellt und sagt, der zentrale Ansatz ist uns wahnsinnig wichtig, ganz oben in der Spitze der Regierung und dann ruft man nicht mal bei Apple an. So funktioniert es nicht. Aber jetzt ist ja alles anders. Für den dezentralen Ansatz gibt es bereits eine Schnittstelle. Ab heute soll sie bei Apple zur Verfügung stehen. Und jetzt sind wir mal gespannt, was von den Versprechungen wirklich umgesetzt wird. Das verfolgen wir weiter. Ihr werdet davon auch erfahren, weil wir bestimmt wieder im Digitalausschuss drüber reden werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.